Wir erwarten uns nichts mehr vom Rechtsstaat, wir erwarten uns nichts mehr von der Politik, wir erwarten uns nichts mehr von der Demokratie. Fahren Sie mal durch Hoyerswerda, Ökomünde oder Schwedt. Das sind Städte, die sich einfach auflösen, weil junge Leute mit Realschulabschluss aufwärts nur wegziehen können. Zurückbleiben Alte, Hauptschüler, Kleinkinder. Trauen Sie sich, halten Sie dort an einer Bushaltestelle und gucken Sie sich die Leute an, wie die da sitzen und gucken. Die erwarten sich gar nichts mehr. Nicht mal mehr, dass der Bus kommt. Sitzen und gucken, Tag um Tag, Woche um Woche, hängen sie an der Bushaltestelle rum. Jesus wurde nach wenigen Stunden Rumhängen von seinem Leiden erlöst. An einer Bushaltestelle in Hoyerswerda können sie darauf lange warten. Kommt da kein Bus, vor den sie sich werfen könnten? Jesus wollte nach 3 Tagen wieder aufstehen. Warum sollte das in Hoyerswerda jemand wollen? Da hat es ein Hund besser. Wenn der nicht mehr aufstehen will, wird er eingeschläfert. Ein Hund kriegt Sterbehilfe. Wir kriegen das ZDF. Vor den Bus zu springen, täte weniger weh, aber weil kein Bus kommt, kommt Markus Lanz. Da steht keiner mehr auf. Nicht einmal Jesus. Öffentlich-rechtliches finanziertes Fernsehen ist gebührenfinanzierte Sterbehilfe, damit niemand mehr aufsteht. Nicht ohne Grund ist ein Fernseher, wussten Sie das? Ein Fernseher ist nicht fändbar. Man kann dir alles nehmen, kein Fernseher. Bertolt Brecht hat damals noch blöd rumgewitzelt. Er hat gesagt, wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf. Er konnte nicht ahnen, dass es doch noch einfacher ist, das Volk übernimmt das gleich selbst. Wir erwarten uns nichts mehr.